Ja, willkommen zu einer neuen Folge Argon. Ich bin jetzt an der Stelle hier angekommen, wo ich aufs Screen hingeflogen bin. Was ich euch zeigen wollte, ihr seht, es sind schon ein paar Drachen. Und hier unten ist wie eine Art Deflektorschild und Haufen Spinnenweben. Und das kenne ich noch gar nicht. Und das wollte ich mir in der Folge mal angucken. So, ich lande mal hier. Ja, oder auch nicht, wir fliegen weiter. Das sind viele Drachen, die können aus der Gaia sein da drüben. Der ist auf jeden Fall aus der Gaia da drüben. Also wie ihr seht, gibt es auch neue Kreaturen. So, wo ist denn der jetzt hin? Lässt er mich jetzt in Ruhe? Ich will mal versuchen hier, dass ich hier irgendwie hier unten hinkomme. So, ich lande mal hier. Der hat uns ein bisschen erwischt aus meiner Schule. Den Jumper schicke ich nach Hause. Und wir machen mal einen Kreativen an, dass wir mal die Höhle dort oder was das ist erkunden können. So, das dürfte mir theoretisch nicht passieren. Wo geht's denn da mal? Guck mal, ob es einen offiziellen Eingang gibt irgendwie. Kann ja sein, dass wir gleich völlig sterben oder was auch immer. Ich probier's einfach mal. Ach, ich habe gar keine Tech-Rüstung an, ich Idiot. Das war knapp. Also man kommt rein. Dort hinten ist irgendwas Blaues. Dann nehme ich mal meinen Freund, die Plasmakanone. Hinten ist irgendwas. Was ist das? Aha. Ach ja, das sind die Elementressourcen. Die sind ja mit drin. Gut. Die gibt es ja hier auf der Map. Das sieht schon mal viel interessanter aus. Allerdings ist mir die Knoche im Weg. Peter Ballermann ist nicht immer. Das ist schon mal gruselig, oder? Also ich pack die mal weg. Noch. Hier ist irgendwas Blaues. Oh, das ist doch eine Riesenspinne. Na gut, das wird jetzt keine Kunst sein mit der Kanone. Das sage ich gleich. Kommst du weg? Das ist mein Glück. Vision Pass Arena. Ja, warte mal, ist das die Arena, die schlechte, dass es die ist? Ah, hier unten wäre zwar ein geiler Bauplatz, aber wenn ich mir das Umfeld so angucke, sind das seltene Ressourcen hier. Und. Okay. Also ich guck das mir bloß mal an, ne? Dann gibt es hier Perlen. Das ist auch nicht schlecht. Weil das ist eigentlich eine interessante Stelle. Ich würde mal sagen, ich nehme mir mal ein GPS zur Hilfe. Damit ihr auch seht, wo wir eigentlich sind. Labere Daten. So. Das habe ich immer vergessen in den letzten Folgen. Die Stellen, das muss ich bei der Burg nochmal machen. Weil ich übelst der Held bin eigentlich wieder mal. Okay. Und das sind normale. Ja. Und die hat man ja schon, oder? Okay. Jetzt bloß mal an. Also man kommt normal hier runter scheinbar. Ich habe gedacht, das ist wie ein Schild, dass man da irgendwie erst in der Art. Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. So, was will ich sagen? Dass es wie ein Schild ist, wo man das Artefakt braucht, habe ich gedacht. Und man kommt normal runter.
bin scheinbar mit irgendeinem Weg auch rein. Ich glaube, da gibt es einen normalen Weg. Also nicht den Runterrückweg. Was ist das? Mama? Bist du das? Was zum Teufel war das? Ich sehe nichts. Ach, du bist das. Na gut, das ist keine Kunst im Kreativen, nur weil ich bin nur unverwundbar, aber meine Plasma-Runze hier, die eigentlich völlig overpowered war, hat ja jetzt auch zu tun. Ja. Jetzt ist sie komischerweise bald nicht mehr over, ne? Vielleicht schon, aber ich soll die mal nachholen. Funktioniert die Unterwasser? Funktioniert Unterwasser, okay. Aber ich finde, das Ding hat nach wie vor einfach einen geilen Klang. Da kannst du machen, was du willst. Auch wenn die vielleicht ein bisschen okay erscheint. Ja, Kunst ist es nicht, das gäbe ich zu jetzt. Das ist treffen müsste man, ne? So, jetzt müssen wir mal, dass ich rauskommen würde. Kannst du mal die Knochen weglegen? Ich komme nicht mehr raus. Ich bin zu blöd. Ja. So, was macht denn unser Start? Was macht denn die Tech-Kanone? Ich bleib bei dir. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, durch den Kreativen. Ich kann die Waffen nicht mehr wechseln. Ich kann die Waffen nicht mehr wechseln. Mist. Ich war schon lange tot. Ich mach das mal. Aber überhitzt die, wo die schon überhitzt und kreativ wurde. Ah, die Kunst war es nie. Die Kunst war es nie. Ja, ich hab gesagt, so weit war ich noch nie gewesen im normalen Spiel. Haben wir uns beruhigt? Darf ich den Leuten wieder was zeigen von der Map? Danke. So, wir gucken mal nach dem Loot, aber später. Was haben wir denn an Loot? Trophäen, Element. Ja, ich nehme schon mit, ist eh egal. So. Jetzt bin ich doch schon wieder im Wasser. So, jetzt steckst du aber mal die Wumme weg, weil die hat den Nachteil, dass sie sich spendet. So, wo war ich denke, ich wollte euch was zeigen. Also okay, wir haben hier die Höhle soweit gefunden. Oh Gottes Willen. Warte mal, ich hab da noch andere aus der. Ich hab da noch andere feine Sachen aus der Mod, die ich probieren wollte. Aus der Waffen- und Arc-Waffen-Erweiterungsmod. Da haben wir die, da haben wir die, da haben wir den. Säurekranate, wir probieren mal ein bisschen was durch hier. Dann haben wir die. Dann haben wir die. Die kennen wir ja, die ist aus einem normalen Spiel. So. So, wir hauen mal die Dinger hier rein. Kann ich die laden? Ja. Jetzt halt, dann gibt es den Granatwerfer in Größen. So, pass auf. Wir zielen. Macht an Spinne 0 Schaden, okay. Dann nehmen wir mal was anderes. Wir nehmen mal die.
So, ich muss das hier drin reinladen, okay. Das erste Arc Waffenerweiterung, die Modliste natürlich. Wie immer in der Videobeschreibung. Das Flipgeräusch ist, ja. Also die Reichweite ist von dem Ding halt nicht. Doch, die haben Schaden gemacht, die Säurewaffe. Macht irgendeinen Nebel, aber ich wette, wenn wir dorthin rennen, gibt es einen ordentlichen Knall. So, und wie man sieht, der geht relativ schnell kaputt. Jetzt haben wir noch eine Art Nervengasgranate und dann haben wir noch normale Granaten. So, wie komme ich denn jetzt da drüber erstmal ohne Tech-Rüstung, weil die habe ich die nicht mit. Die habe ich ausgepackt, die Tech-Rüstung. Ach, hier habe ich noch irgendeinen Skin gekriegt. Die Flagge von der Spinne, okay. Nee, mein Tech-Oberteil habe ich natürlich zu Hause gelassen, weil ich letztens gebaut habe. Ja, was soll's. Dann laufen wir mal hier lang. Es bleibt uns ja nicht anders übrig. Da wurde Folge halt im Mühe länger. So. Dann haben wir wieder was. Und parallel wieder was aus der anderen Mod mit vorgestellt. Ach schon, das hatte ich schon mal damals im alten Let's Play. Das ist das Elementzeug, ne? Da klopfen wir nochmal schnell dagegen. Richtig. Die Axt finde ich auch genial, dass die Multi-Axt ebenfalls aus der Arc-Waffen-Erweiterung. Aber wollte ich denn hin? Ich wollte hier lang. Dass man die mit O dann wechseln kann auf Spitzhacke, also man schleppt nicht mehr 5 Millionen Gegenstände rum. Das ist eigentlich eine sehr schöne Erfindung für den Entwickler. So, und jetzt gucken wir mal, was das Ding kann. Das macht eine Nebelwolke. Aber es passiert nichts. So, laden wir mal die rein. Der hält nicht lange. Wenn du da ein paar solche Magazine verschießt, dann. Na gut, die hat es ja auch in sich eigentlich. Warte mal, Bums. Ungenau ist das Teil, ne? Das ist ein Kanal. Ja, das Ding macht ordentlich Bums, wenn man sich das Ding leisten kann. Geht aber, wie man sieht, schnell kaputt, ne? Das ist das, was da ist. Ja, da ist fast runter. So, okay, dann gucken wir uns nochmal dann wieder mit GBS. Die hatten wir noch, ne? Gucken wir uns mal nochmal die Granate an. Ebenfalls aus der Mod. Gut, kommt drauf an, ich sag mal so, wenn man den Schwierigkeitsgrad ordentlich hoch macht, ne, dann sind die Waffensysteme natürlich nicht mehr overpowered. Da müsste man das halt ein bisschen balancen, also ein bisschen angleichen. Da habe ich nicht, was ich hier in die Luft jagen kann. Ich will unbedingt, dass die Ressourcen sprengen. Dann sprengen wir dort hinten das Ding in die Luft. Ananas unterwegs. Oder zu weit. Ja, macht einen ordentlichen Knall. Kannst du nicht meckern. Hier geht's. Geht's hier weiter? Ich war ja noch nie drin, ne? Achso. Ja. GBS hat man ja gesagt. Ich wollte ja mehr mit den GBS arbeiten, um euch das zu zeigen. So. Wir sind jetzt ungefähr hier bei 74, 3, 15, 4. Aber hier geht's noch weiter. Oh Gott. Aha. Ja, es ist keine Kunst jetzt hier im Kreativen durchzuleuchten, aber zum Zeigen erstmal. Was ist denn das für eines da? Kaktussaft. Habe ich auch so noch nicht gesehen.
Wie gesagt, das wäre eigentlich ein geiler Bauplatz, wenn nicht da ein Boss wäre, ne? Und seltene Ressourcen. Also eher bauen ist da nicht. Ich glaube, da hat man keine Ruhe, wenn das spawnt. Wäre aber eine viel stärkere Herausforderung. Allerdings, wenn dann die Spawnpunkte blockierst, ist es auch dumm. Da sind wir raus aus der Höhle, wir kommen quasi in Redwood raus. Das ist ein Petri, okay. Nee. Jetzt sind wir quasi da. Okay, was bist denn du verrext? Das Fernglas, das kann mir doch, wenn ich hier N drücke. Übrigens erst der DBS Tech Tier. Die Betäubungswaffe. Soll der pennen? Aber man kommt natürlich nicht immer mit einem Schuss hin. Das ist blöd, dass der den aufgefressen hat. Ich habe jetzt nämlich hier auf Dings gehofft. Auf Prime. Das ist ein Raptor. Den brauche ich jetzt überhaupt nicht. Na, ja, der bringt aber kein Prime, das Problem. Ich habe zwar 6-fach CM eingestellt. Das könnte sich aber als eine langwierige Aktion jetzt erweisen. Na, wir probieren es mal, aber. Ob ich das mit dem Rex schaffe oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.